Dafür haben wir noch nichts. So, wir sind im Büro wieder. Und es ist immer noch das Problem. Jeder Spielverderin, glaube ich. Was ist denn mit Lotti? Kann die uns irgendwas sagen? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Okay. Ich verschw... Lass dich nicht aufhalten. So, das heißt, wir müssen wieder zum Wenzel. Denn Wenzel hat ja die Nummer, die wir haben wollen. Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Ich will mein Erbe zu... Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver... Schwarzpulver? Du bist doch der Fachmann, was immerhin explodiert jede... Was auch. Okay, das klappt glaube schon mal nicht. Bis später. Genau. Guck mal, ich habe die 66. Tauscht er mir die mit mir? Du blockierst die Wagen. Ja und? Solange ich keine Wasserart... Hä? So, sie sich an der Warteschlange vordrängeln. Gold finden, okay. Wenzel überzeugen, die Warteschlange nicht länger zu blockieren. Wachmacher Braun, Goal wecken. So, belebend, klar, energiereich, Wasserpulver, schwarz, aufputschend. Zutaten besorgen. Okay, okay. Was haben wir hier? Einen neuen Plan, um nach Elysium zu kommen. Okay. So, jetzt müssen wir irgendwie diese Wasser... Das ist die Wünsche. Die Wünschelrote rührt. Offenbar erkennt sie nur klares. Die Wünschelrote rührt. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Ein Narkotium-Trichter. Was kann uns denn hier weiterhelfen? So, hier im Keller können wir schon mal nichts mehr machen. Und hier im Badezimmer ist ein Kaminofen. Das Problem ist... Ganz meine Meinung, schwamm drüber. Also hier ist irgendwas fest. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um das fest zu, um das locker zu machen. Der Haken wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ein Ballon mit Wachgas, Blindgänger. Tja, was machen wir denn da nur? Wenzel hat eine Schutzklappe auf. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Können wir die Klappe irgendwie ab? Wenzel hat eine Sch... Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Aber darüber lassen oder mit Flüssen je nach Fluchtplan. Nein. Was machen wir denn da? Ah!
man das nicht auseinandernehmen? So wird das. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herz... Das sitzt auf... Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht noch einen. Das ist jetzt fraglich. Für Deponia, die Aftershow-Party steigt in Elysium. Das ist wieder fraglich. Die Notrufsäule funktioniert nicht. Honigstamm brauchen wir nicht. Von wegen Arbeit. Sie, das kann ich auch. Okay. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. So, die Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. So, das heißt, wir müssen irgendwie auch hier rein. Okay, gehen wir erstmal nochmal in die Notfallstation. Vielleicht haben wir da noch was. So, was haben wir hier? Eine Klappe. Können wir einen blind gehen? Ich will nicht schon mein ganz... Okay, das klappt also nicht. Eine Fußfessel. Kann man den Luftballon mit dem... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das ist aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, aber leider ist... Gucken wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall noch die Handschellen. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nicht. Gott sei Dank. Verdammt. Was könnten wir denn da noch machen? Wir haben noch einen Polizei. Da ist nichts mehr zu holen. Können wir da irgendwas reintun? Also sinnvoll ist es ja nicht. Die Handschellen. Wie kommen wir an die Handschellen? Mit dem Haken? Ich spare mir meine... Ja, war ja wieder klar. Nee, erstmal nicht. Erstmal ist da nichts zu holen. Hallo nochmal. Hi, Ruf. Genau. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Nochmal wegen... Nochmal? Wie war noch gleich da? Wenzel. Mein Wenzel? Nein. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Dem Papagei können wir aber auch nichts geben, ne? Ja, wir haben ja nichts. So, das heißt, der Springtan bringt uns genauso wenig. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß... Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl... Schwarzpulver? Ich sagte kein... Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein... Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar.
Ich schaffe, ich kann es kaum er... Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Ich gehe dazu. Mach das. Hier ist aber auch nichts mehr, okay. Oi, 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 oi. Ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert. Ich muss weg. Das aber du... Finger weg. Von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Können wir den Blindgänger in die Mühle tun? Da ist tatsächlich... Aber wie bekomme ich es da raus, ohne mich dabei wieder in die Luft zu sprengen? Na, wer sagt Schwarzpulver? Das ist ja schon mal ganz gut. Eine Prise. So. Ein bisschen kurbeln. Was? Zwei Zutaten noch? Eine ganze Chilischote. Was soll denn noch fehlen? Nasser Schwamm? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Nee, das klappt nicht. Okay. Das ist auch so. Was könnten wir denn da noch mit reintun? Hä? Jetzt ist aber... Warte mal, Moment, jetzt gucken wir mal eben. Wo haben wir denn die Liste? Die Liste. So, wir haben heiß, schwarz haben wir. Aufputschend. Jetzt wird's aber interessant. Kriegen wir das ja noch mit Wendel hin. Okay, also wir können es ja erstmal drinnen lassen. Wissen wir auf jeden Fall da schon mal ein bisschen näher Bescheid. Was machen wir jetzt mit Wendel? Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Hey Wenzel! Was gibt es? Du blockierst die Warten. Ja und? Solange ich... Bis später. Genau. Okay. Das heißt echt, wir müssen diese Wasserquelle finden, damit Wenzel zufrieden ist. Nur wie kriegen wir das da oben? Mit dem Haken könnte ich die Klappe auf dem Schaum, wenn mein Arm lang genug wäre. Ah, okay. Ich hab's mir fast schon gedacht, aber warum sagte der mir das denn nicht gerade? So, pass mal auf. Haken. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schaum. Die Sache hat schon... Sie braucht nicht noch einen. Warum klappt das denn nicht? Eine Armverlängerung. Die Sache hat schon... Sie braucht nicht noch... Wenzel hat einen... Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Aber womit? Wir haben ja keinen Arm oder sowas irgendwie. Au! Jetzt habe ich mir in die blödes Teil. Nee, da fehlt uns irgendwie was. Haben wir hier irgendwas übersehen? Vielleicht können wir irgendwas vom Stier nehmen? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay. Toro! Hey! Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Ah, aha.
Eine brillante Idee. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay. Freigegeben ab schon besser. Aber die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Toro! Hey, Toro! Ha, was ne? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. So, und dann würde ich mal sagen, nehmen wir dem Tier doch ein bisschen Blut, oder? Und heute die... so schon mal... Was passiert denn, wenn wir uns da draufsetzen? Gleich nochmal. Gleich nochmal. Nein. Können wir mit dem Trichter was anfangen? Und heute. Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Gleich nochmal. Aber das ist doch... Ich verstehe es nicht. Kann man es irgendwie mit dem Haken da festmachen? Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Tja, ein geübter Matador, wie ich weiß... Der Stier ist wütend, Zeit für... Ja, aber bei dem Rodeo falle ich doch immer runter. Gleich nochmal. Hä? Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Taurintanks, ja, das... Ich brauche irgendwie was, um das Blut abzupumpen. So. Darüber lassen oder mit flüssigem, je nach... Die Sache hat sie braucht. Es ist doch nicht möglich. Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht. Hm.